Die Steelers haben einen neuen Mehrheitseigner. Stanley Druckenmiller, Vorsitzender einer in Pittsburgh ansässigen Investmentfirma, kaufte die nötigen Anteile und nahm der Familie der Rooneys die Kontrolle aus der Hand. Der Handel soll im Lauf der Woche offiziell bekannt gegeben werden. Es soll eine Summe irgendwo zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Dollar geflossen sein. Möglich wurde der Verkauf der Anteile, weil sich einige Mitglieder der Rooneys verkracht haben. Vier der fünf Brüder, die Anteile am Team halten, interessieren sich mehr für ihre Pferderennbahnen und Wettbüros. Gerade mit den Wettbüros kommen sie mit den NFL-internen Regeln zur Bekämpfung illegaler Wetten ins Gehege. Noch muss allerdings die Mehrheit der NFL-Besitzer zustimmen. 24 der 32 Besitzer müssen ihr Okay geben. Dann geht eine Ära zu Ende, die 1933 begann. In dem Jahr kaufte der 75-jährige Art Rooney die Lizenz für das Team für 2.500 Dollar. Quarterback Trent Dilfer erklärte seine Karriere für beendet. 13 Jahre spielte er bei verschiedenen Teams in der NFL, meistens als Ersatzmann. Als Starter gewann er mit den Ravens den Super Bowl, hauptsächlich weil er wenige Fehler machte und die Defense die Hauptarbeit machte. Dilfer vervollständigte 55,5% seiner Pässe für 20.518 Yards, 113 Touchdowns und er warf 129 Interceptions. Am Dienstag fegte ein Gewittersturm über Indianapolis. Dabei platzten im Dach des neuen Lucas Oil Stadiums drei Drainagen und Wasser floss in das Datenzentrum und andere Bereiche des Stadions. Die Schäden sollen aber nicht zu einer Verzögerung der Eröffnung führen, die für den 16. August geplant ist. Bis zum ersten Heimspiel der Colts am 24.8. werden einige Highschool-Spiele im neuen Stadion stattfinden. Ein zweiter Täter im Fall Javon Walker wurde verhaftet. Dem 40-jährigen Deshaun L. Thomas wurde eine Kaution verweigert und er wanderte direkt in den Knast. Die NFL verpflichtete den Polizeichef von Pennsylvania. Er soll Mitarbeiter einstellen, die darauf achten, dass es in der Liga keinen Skandal mehr um verbotene Signalbeobachtungen geben wird. Damit zieht der Videoskandal der Patriots ins Reich der Paranoia. Und all diese Nachrichten gibt es zum Nachlesen auf www.win-football.de. Bis zum nächsten Mal.